Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Food 19, ja. Wir werden ein, zwei kleine Packs aufmachen. Ich habe keine besonderen Packs und ich habe auch wenig gespielt, aber ich habe ein, zwei Packs. Und ja, die meisten wissen es von euch, die auf meinem Kanal aktiv sind. Meine Festplatte ist kaputt gegangen, ja. Und da sind halt die meisten Projekte drauf. Also ich habe halt schon ein paar Projekte aufgenommen. Also zum Beispiel mein PES Trainerkarriere Projekt oder mein WWE Karriere oder irgendwie sowas in die Richtung. Die Sachen habe ich halt eben schon aufgenommen. Und da kann ich jetzt dann natürlich, sofern die Festplatte, bis die Festplatte halt wieder hergestellt ist, kann ich da keine Folgen bringen, weil ich kann jetzt nicht einfach was Neues aufnehmen und die anderen Folgen, die ich aufgenommen habe, einfach überspringen, weil da haben wir ja dann auch Spiele bzw. in WWE dann die Storyline vorangetrieben und dann kann ich ja nicht einfach mal irgendwie zwei, drei Folgen der Storyline auslassen. Deswegen muss ich jetzt andere Projekte bringen und da habe ich gedacht, hey, ich habe glaube ich noch ein paar Packs. Ich habe keine besonderen Packs, ich habe auch nicht viel gespielt, aber ein paar kleine Packs habe ich. Zum Beispiel Food Champions, was absolut schlecht war. Ich habe glaube ich 10 Spiele gemacht und habe davon, wie viel habe ich denn gewonnen? Keine Ahnung. 6 Spiele von 10 oder so gewonnen. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich nicht viel gespielt. Aber auf jeden Fall kann man da trotzdem mal die Sachen abholen und dann haben wir halt noch hier meine Rivals Belohnungen, die auch nicht so besonders krass sind. Ja, wir nehmen uns jetzt trotzdem einfach mal das Mega Pack mit und dann müssten wir insgesamt 12, 13 Packs haben. 13 Packs. 13 Packs haben wir, die öffnen wir jetzt einfach mal. Ihr könnt mir super, super gerne auch, erster Link in der Videobeschreibung war, spenden für die Festplattenwiederherstellung. Wenn ihr das aber nicht könnt oder wollt, dann ist das auch kein Problem. Das ist alles freiwillig, ich sag's nur dazu. Für die, die mich echt mega unterstützen möchten, so könnt ihr das auf jeden Fall tun. Die Festplattenwiederherstellung kostet nämlich um die 650, 700 Euro. Und ich habe übrigens, da könnt ihr mir auf Instagram folgen, ich hoffe, ich blende das jetzt hier mal ein, habe ich heute in der Story gepostet, wie ich meinen Vertrag unterschreibe, damit die Festplattenwiederherstellung gestartet werden kann. Das dauert jetzt wieder ein bisschen und das Geld wird dann eben nach der Wiederherstellung, muss ich das dann eben bezahlen. Also immer noch gerne spenden, wenn ihr das möchtet oder könnt, würde ich mich natürlich super drüber freuen. Ja, ich habe übrigens auch keine Kopfhörer drin heute, das müssen wir jetzt alles einfach ohne machen, und das erste Pack, ja gut, da habe ich auch nicht viel erwartet. So, dann machen wir weiter mit einem Gold Pack. Wir müssen natürlich alle Packs hier durchziehen und auch ein bisschen darüber reden, sonst komme ich mit meinen 13 Packs ja gar nicht über die 10 Minuten, vielleicht werde ich es auch so gar nicht schaffen, aber das ist mir dann egal, nein, Spaß Leute, aber auf jeden Fall, will ich da natürlich jetzt nicht einfach jedes Pack halb rauscutten und dementsprechend dann nur ein 3-Minuten-Video haben. Das ist auch blöd. Oh, Koscielny könnten wir sogar eventuell verkaufen. Ansonsten, boah, der geht sogar auch. Ich habe, glaube ich, wie viel habe ich da? Man sieht es nicht, es wird überblendet von dem anderen Kack. 42.000 Münzen oder so müssen das sein. Ja, 42, ja genau. Auf jeden Fall ist es so, dass bei mir wirklich jede 1000 Münzen helfen, deswegen verkaufe ich dann auch mal hier so ein Pellegrini, Junge, das ist krass. Und da machen wir der nächste Goldpack auf. Geile Scheiße, da wird bestimmt auch nichts drin sein, Walkout sowieso nicht und ein Brett auch nicht, geil. 79er Hits, da hat man Bock. Alter, den habe ich sogar als Duplikat, was ist das denn? Seit wann habe ich denn den Typ mit meinem, in meinem Verein? Das, was bist du so? 800 Münzen, na, das geht mir jetzt mal am Arsch vorbei. Das dauert mir dementsprechend auch zu lang. Das diskarden wir dich lieber mal. So, jetzt kann es schon mal interessanter werden, denn Leute, rechts oben beim i verlinkt, ich habe in einem dieser Jumbo Premium Gold Packs, die hier da am Start sind, jetzt gerade, eine Legende gezogen, meine allererste Legende überhaupt und in so einem Pack, Free Pack, die man jeden Montag bekommen hat, jetzt ja nicht mehr, die Wochen sind ja schon rum, aber ja, das war schon heftig. So, hier haben wir den teuersten Torwart der Welt, der die Einwechslung nicht machen wollte
Und dann wird das nächste Jumbo Premium Gold Pack aufgemacht. Natürlich immer das zweite an der Stelle. Und dann kommt wieder kein Walkout und wieder ein Brett, das ja. Es kommt kein Brett. Ja. Was ist das für ein Typ? Alter, ich habe den noch nie gesehen. Aber er kostet ein bisschen was. Naja. Das Spanien-Wappen. Wow, das kann. Okay, das nächste Jumbo Premium Gold Pack geht auf. Und es wird wieder nichts. Gut, aus diesen Packs kann man eigentlich auch gar nicht so viel Erwartung haben. Außer man hat vorher schon mal in so einem Pack eine Legende gezogen. Das ist halt wirklich so krank einfach. Also ich habe in diesen Packs noch nie Erwartungen. Also ich hatte noch keine Erwartungen an diese Packs, niemals. Und dann habe ich eine Legende in so einem Kack-Pack gezogen. Und warte, nee, den wollte ich doch hier, ne? Und so. Auf jeden Fall habe ich da eine Legende gezogen und dann hat die Erwartungen steigen. Jedes Mal, wenn ich so ein Pack aufmache und da ist sowas drin, dann denke ich mir, ja, eigentlich Standard, ne? Aber warum ist es jetzt kein Walkout? Warum ist es nicht weiß? Warum ist es keine Legende? Die Erwartungen sind bei mir leider schon zu hoch. Oh, den hätte ich jetzt fast abgestoßen. Für den kriegt man 2K. Zum Glück nochmal nachgeschaut. Den Rest hauen wir weg. So, dann machen wir einfach mal das hier auf. Premium Goldspieler Pack. Da sind zwar nur 3 seltene drin, aber vielleicht überrascht das Pack mich ja. Ne, überrascht mich eigentlich gar nicht. Das ist, ja. Das ist Pedro. Alles klar, 6 Packs und 50.000 Münzen haben wir jetzt insgesamt. Mal gucken, was da drin ist. Es ist wieder nichts. Also, ich erwarte ja, wie gesagt, nicht. Ist aber. Come on. Man darf echt nichts erwarten. Ich tue es zwar irgendwie, aber man darf es echt nicht. Es ist. Hier kommt nichts bei rum. Wie gesagt, hätte ich damals nicht 2 Walkouts aus diesen Packs gezogen und darunter eine Legende, dann hätte ich gesagt, komm, die Packs kannst du voll in die Tonne kloppen. Da braucht man gar kein Video drüber machen. Aber sowas kann halt nochmal passieren. Deswegen. Okay. Vielleicht. Vielleicht könnte es in diesen 3 Packs jetzt noch interessanter werden. Das ist ein Kackpack, das war mir schon klar. Aber jetzt kommen 3 Megapacks. Eventuell, vielleicht, bitte, irgendwas wäre schon ganz nett. Nee. Hier in dem ersten schon mal nicht. Gut, wir haben eine Tafel, wir haben ein Brett. Ronaldo. Lopez 84, ja gut. Geht. Geht tatsächlich, der kostet mich um die 6k. Hey, ein Spielerpack. Oh, und ein Draft-Token. Okay, Leute, die Woche kommt nochmal ein Food-Draft. Ich wollte nämlich schon immer mal einen Livestream machen, wo ich einen Food-Draft spiele. Also ein Draft halt einfach. Und das geht leider nicht, weil ich jetzt nicht mehr streamen kann, weil mein letztes Video ja gestrikt wurde, beziehungsweise mein letzter Stream. Deswegen kann ich nicht mehr streamen und ich habe auch immer gesagt, ey, 15.000 Münzen für mich, weil ich habe wirklich nicht viel, das ist schon ein bisschen hart und jetzt haben wir einen Draft-Token. Leute, da wird was kommen die Woche. So, dann machen wir hier unser 2-Spieler-Pack nochmal auf, gucken dann, was in den 2 anderen Megapacks noch drin ist und wie gesagt, ich probiere dann am Ende dieser Woche oder, keine Ahnung, irgendwann die Woche nochmal einen Food Draft zu machen. Jedenfalls, die Projekte gehen mir ja eh flöten mit der Festplatte und dann ist das eigentlich mega, mega cool, wenn ich dann so ein anderes Video noch zwischendurch bringen kann. Walkout, yes, let's go. Und wer ist es? Endlich mal in einem Megapack. Es ist Navas. Geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Geht auf jeden Fall klar. Man könnte sich natürlich über jemand anderen mehr freuen als über ihn, aber auch über ihn bin ich sehr, sehr glücklich. Ich meine, aus diesen ganzen Packs ist das jetzt dann auch endlich mal schön, einen Walkout zu sehen. Und jetzt sind 30.000 Münzen sind es, die ich offensichtlich wieder nicht hochpacken kann. Und dann öffnen wir noch das letzte Set hier. Komm, komm, komm. Oh, schade. Double Walkout, Back-to-Back oder wie auch immer man das nennt. Wäre hier schon ganz nice gewesen. So haben wir nur Radetzky in dem Pack. Mega cool. Trotzdem, wie gesagt, ein Walkout dabei. Das war schon ganz geil. Radetzky kostet sogar auch noch 5k. Bei den anderen blätter ich jetzt nochmal kurz durch.
Also alle nicht besonders viel wert, deswegen würde ich sagen, stoßen wir sie ab, kriegen wir nochmal 5000 Münzen dazu. Wir sind bei 70.000 Münzen, haben mit ungefähr 40 angefangen und können jetzt hier, wie gesagt, noch ein paar Spieler verkaufen. Hier zum Beispiel haben wir für jeden Spieler, rechne ich jetzt mal, ungefähr 1000 Münzen und wir haben hier 30 Spieler drauf. Heißt, wir haben 30.000 Münzen plus Navas sind dann ungefähr in dem Video heute hier um die 80.000, 90.000 Münzen oder so gewesen, was eigentlich ganz okay ist. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei dem Food Draft, wo ich mich echt mega drauf freue. Finde ich echt cool, dass wir das bekommen haben. Und ansonsten schaue ich mal, vielleicht werde ich, aber ich komme echt nicht dazu. Ich habe echt keine Zeit. Vielleicht werde ich das ein oder andere Mal Food spielen oder Weekend League. Vielleicht dazu auch was aufnehmen und dann wieder ein paar geilere Packs zu haben, als jetzt nur irgendwie so eine Kacke. Vielleicht auch mal dann Player Picks oder so ein Inform Set. Aber dafür muss ich wahrscheinlich schon echt gut sein. Das werde ich wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Player Picks ja, aber Inform Set, naja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ob ich überhaupt dazu komme zu spielen. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.